Ja! Herzlich willkommen zu Warhammer 40k Boltgun. Einen Shooter, Retro-Shooter, orientiert an die Shooter aus den 90ern. Ich denke, gerade Doom ist hier ein Vorbild. Falls Retro nicht sowas für euch ist, Digga, könnt ihr hier auch Retro-Palette einstellen. Das ist ganz heftig. Ich bleib aber crystal clear, ey. Naja, auf jeden Fall 100 war Standard. Wir lassen es mal dabei. Ich mag's. Das nur am Rande. Kostenpunkt 20 Euro. Kam jetzt nagelneu raus. 23. Mai. Keine Ahnung, ist kein Werbevideo. Nur ich mache mal ein paar Infos vorab, dachte ich mir. Und ja. Ich wähle einfach mal erst Kapitel aus. Und mach Go. Ihr seht schon, ich habe hier einmal schon gestartet gehabt. Aber hab sofort wieder abgebrochen, weil... Jetzt kommt übelstes Kotelett. Da ist jetzt so eine Oma, die erklärt uns, was Phase ist. Und ich verstehe nur jedes zweite Wort. Und man sieht auch nichts. Einfach nur die ganze Zeit sie. Und es geht 5 Minuten. Wir skippen das. Und gehen direkt in die Action. Also ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass unsere Oma... Und wir sind Space Marine, Junge. Mit so einem Kettensägenschwert. Und einer fetten Gun. Und da ist so ein Schädel. Der leitet uns, das ist so unser Questgeber oder also unser Guide, das ist quasi Google Maps für uns. Und ansonsten, ja, wir arbeiten im Auftrag von der Oma. Ich habe hier übrigens alkoholfrei, nicht wundern, mir ist einfach gerade danach. Ey, bei mir war in letzter Zeit so viel los und für mich ist sowas wie Vatertag, Pfingstmontag, dann irgendwie Ausgleichstag für Eintracht Spandau Sommerfest. Ewig ist irgendwas. Ich will einfach mal eine normale Woche und schön hier durchzocken und ich bin gerade irgendwie im Modus. Also hier jetzt hier ein alkoholfreies Bier. Alkohol geht gerade eh nicht wegen meinen Allergien. So, aber wir fangen mal an. Das nur am Rande. Kettenschwert. Okay, ich halte Rechtsklick gedrückt. Und dann lasse ich los, um zuzuschlitzen. Und ich habe nur mein Kettenschwert. Okay, auf Q habe ich Granate. Hoppala. Hoppala. F habe ich einen Charge. Okay. So, wir sind irgendwie... Hoppala, abgestürzt. Und ja, es ist übrigens auch recht brutal. Aber ich finde, durch den Retro-Kram... Geht das? Schaden staut sich an, mit Wunden befassen. Was? Okay, wir gehen einfach mal los. Aha. Hol dir den medizinischen Gegenstand, damit du Hilfe erhältst. Okay, unten links ist, glaube ich, unser Leben, right? Ja, und das geht wieder hoch. Super, was hier? Oh, 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 oh. Okay. Okay! Hey, was soll ich immer... Okay. Jetzt lese ich natürlich nicht, was er in der Zwischenzeit gesagt hat. Also, ich konnte irgendwie immer V drücken. Achso, ich soll springen, okay. Ja, machen wir. Ich sollte irgendwie V immer drücken, nachdem ich die gehittet habe. Verbraucht das irgendwie Benzin, wenn ich... Nö, wa? Tür mit der Schalter bedienen. Ja, eh. Ich suche die ganze Zeit irgendwie, ob man eine Waffe einsammeln kann oder so. Ich drück dann V, aber es passiert irgendwie nichts. Hoppala. Ich habe gerade voll gesabbert. Ich habe normal geredet. Naja. Warum ist es immer so kurz in Slow-Mo? Ach, ich soll V drücken. Das ist der Angriff. Oh, ach so, ist das gleiche wie rechte Maustaste. Hey, hey, hey. Bläh! Ja, schön. E? Gut, gehen wir. Rennen mit... Ja, aber... Soll ich das irgendwie aufmachen? Nee. Habe ich das jetzt falsch aktiviert?
Ach so. Ah, es geht auf Zeit. Verstehe. So, hier ist ein Schlüssel. Okay, jetzt einfach wieder auf, ne? Okay. Und wofür brauche ich den Schlüssel? Hier? Hier, wa? Heftig. Und Fahrstuhl. Geil. Ja, also bisher wirkt es genauso, wie ich es erwartet habe. Was ist denn jetzt los? Was mit der Mucke? Ja, Munition, genau. Okay, bin voll. Was war das? Was ging ab? Gut. Toll. Ey, aber es sieht echt cool aus. Soll ich hier einfach runterspringen? Ja, ne? Waffenstärke, was? Der ist aber auch gnadenlos, der Schädel. Der babbelt da immer irgendein Kotelett. Naja. Ja, gehen wir weiter. Boah. Heretiker entdeckt, eliminiere sie im Namen. Okay, der labert einfach durchgehend auf irgendeinen Kram. Der meldet sich nicht immer nur, wenn das wichtig ist. Ah, das ist immer so eine Sache, ne? Na gut. So. Okay, hier ist Healing. Also ich war ja früher gar nicht so ein Doom-Kind. Kind vor allem. Ja, halt wirklich. Sondern ich habe Unreal gezockt. Aber Unreal 1. Also nicht mal Tournament. Sondern einfach Unreal. Ach, das ist mit dem Charge verbunden, oder was? Ach so! Wenn ich Rechtsklick mache, ist kurz Slow-Mo. Und dann lasse ich los und dann gibt es einen Charge. Läuterung vollendet. Plus 200 Verachtung. Das ist jetzt das zweite von unten links. Okay. Klasse. Wir haben jetzt Verachtung. Ja, das ist ja bei Warhammer oft so, vor allem 40k mit dem Glauben und so und... Aha, schöner Raum. Naja, machen wir mal weiter. Ballern hier ein paar Leute weg. Auf Ehrenbruder-Basis. Das war das Level. Okay, also das war... War wirklich nicht schwer. Ne? Stürme durch Feinde hindurch, um sie wegzustoßen. Oh, hoppala. Ich soll klicken. Okay. Ja, alles cool. Machen wir. Zack, Junge. Weg mit ihm. Oh, shit. Das war ein bisschen voreilig, oder? So. Wo lang? Gute Frage. Wo soll ich lang? Hoch? Hier hoch? Nee. Hier? Habe ich gar nicht gesehen. Lol. Okay, Abfahrt. Wieder ein bisschen Healing. Beziehungsweise Armor. Doppelsprung geht nicht. Oh, da ist noch was. Das ist Verachtung. Plus 100. Wofür brauchen wir denn Verachtung? Oh, das war ein bisschen zu weit, ne? Oh, Wolken kann man. Das ist aber nicht 90s-like. Ich sag, wie es ist. Ist da oben wer? Na gut. So. Säuberung abgeschlossen. Super. Toll. Ja, rote Fässer, Klassiker damals, wurden damals erfunden in diesen alten Shootern. Ich glaube, es war sogar bei Doom. Den hat's erwischt. Die auch. Rote Fässer war, glaube ich, in Doom eine Erfindung. Ich glaube, David hat mal ein ganzes Video darüber gemacht, wo eigentlich rote Fässer herkommen in Shootern. Weil ist er, also, kennt ihr, oder? Ist ja in jedem Shooter...
In jedem Shooter gibt es diese roten explosiven Fässer. Oder da noch mittlerweile nicht mehr zwingend rot, sondern irgendwie Gaskartuschen oder irgendwas, ne? So. Ja, die machen wir ganz gut weg. Oh. Oh, den hat es noch gar nicht erwischt. Ah ja, Granaten gibt es ja auch. Boah, wie einfach alles rot ist in dem Moment. Gut. Ja, ich glaube, dieses Slow-Mo, also eben ging das nicht, Slow-Mo im Nahkampfangriff und dann so mit Dash ging nicht. Ciao. Junge, da liegen einfach die Gedärme da, die Überreste. Puh. Schon ordentlich. Ja, vielleicht spielen wir auch irgendwann einfach mal eine Runde Unreal. Zack. Das war auch, also Singleplayer war so spooky. Ich habe mich so gegruselt. Oh, hat er gut in den Lauf geschossen. Ich habe mich so gegruselt. Ich habe als Sechsjähriger... Nee, sechs? Eher so... Wahrscheinlich eher so 19. Mit 19? Also nicht mit 19. Mit so 19 habe ich Unreal gespielt. Alleine, heimlich natürlich. Habe ich vom Kumpel bekommen. Das war krass. Das habe ich auch dann gezockt, wenn meine Mutter schlafen gegangen ist. Schön Multiplayer gegen Bots halt, ne? Hatte ja kein Internet. Damals gab es immer noch überall Bots, die... Also es war so eigentlich sogar... Damals war es nicht selbstverständlich, dass man Internet hatte. Da gab es noch gar nicht Flatrates. Und ich erzähle wieder vom Krieg. Es tut mir leid. Auf jeden Fall... Habe ich damals schön gegen Bots gespielt. Multiplayer-Matches. Das war geil. Versiegelt. Schlüssel habe ich doch. Das war ein Chaos Marine, oder? Oh, da oben ist noch was. Ich habe ja auch eine Nade. Soll ich mal hochschmeißen? Mit Q. Ich glaube, es hat die erwischt. Jo. Er redet durchgehend, ich achte da gar nicht mehr drauf. Okay. Vorschlag verirrt. Oh, guck mal. Hä? Durch die Wand? Easy. So, gehen wir runter. Huch. Croucht der wieder hoch. Ja, wir haben alles vollgestackt. Also ja, ich sollte auf schwer spielen. Kann man das irgendwie jetzt noch ändern? Warte mal, hier? Ich muss da dann runterspringen bestimmt. Oder? Ja. Schöne Nate. Irgendwer schießt? Da war. Zack. Ja, okay. Ich muss quasi in dem Moment, wo ich sie entdecke, das machen. Siehst du? Alter, sind das drei? Oh, das scheppert aber das Game. Also, Soundeffekte und... Musik und alles, Sounddesign, knallt schon. Knattert richtig rein. Ist ein geiles Game. Kann ich hier irgendwie klettern? Na gut. Machen wir weiter, wa? So, was ist denn hier los? Okay. Sector clear, affirmative. Ist da nicht ein Fass? Wie der es überlebt. Oh, er holt auch einen Speer raus. Krass. So, ich sitze... Also, ich sitze über nicht wichtigen Sachen. Ärgert euch nicht. Da steht einfach nur die Munition, die eh nie alle ist. Und dass ich meine Fähigkeit habe. Hier, F.
Okay, das ist geil. Ja, das ist ein bisschen open. Haben wir rote Fässer? Okay, da sind ja einige jetzt hier. Haben wir rote Fässer? Boah, ich sehe da hinten einfach nur alles rot aufspritzen. Wie heile ich mich, wenn ich Nahkampfkills mache? Wäre ja eigentlich ganz interessant, ne? Okay, zwei Schüsse brauche ich immer für die. Oh, der wirft auch eine Nade. Was ist das? Sprenggranate. Okay. So. Das sind diese Dinger, die wir sabotieren sollen, glaube ich. Um mal ein bisschen Story reinzubringen. So. Zack. Oh, da war noch einer. Wir machen mal Kullanate. Oh, krass. Können wir den direkt treffen? Ah, oh, krass. Das geht auch. Steht in seiner eigenen Nate. Oh, da ist irgendein Item. Geheimnis entdeckt. Irgendeine Aura. Okay. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich irgendeinen Buff einfach. Das brauche ich nicht mehr. Guck mal. Oh, nochmal Vergeltung. Oder wie es heißt. Verachtung. Habe ich voll. Ich habe volle Verachtung. Okay. So, wahrscheinlich jetzt zur anderen Seite schnell. Oder? Hat's geklappt? Ich glaube, wa? Guck mal, ich kann da hoch. Nicht. Okay, ich gleite einfach runter. So, was hat er gesagt? Na gut. Alles voll. Medizinische Untersuchung, bla bla bla. Gehen wir hier rein. Servus. Oh. Was ist das? Verachtung und Gesundheit. Super. Mir wurde, glaube ich, noch nicht so richtig erklärt, was Verachtung macht, ne? Was ist das? Noch ein Geheimnis. Mhm. Okay. Na gut. Aber, okay, da hoch noch. Von da kam ich. Hier. Ne? Oh, hallo. Ich glaube, Verachtung ist Schild. Actually. Ja, ich glaube. So, komme ich da rüber? Jawohl. Munitionssegen. Habe ich jetzt einfach unendlich Munition? Und wir gehen immer rein. Ja, ja, die Verachtung geht runter. Zack, Junge. Naja. Ja, war jetzt gar nicht so worth, wa? Okay, hier lang. Eventuell hätte man auch noch unten lang gehen können. Oder? Was hier unten? Guck mal. Oder? Ja, nein? Irgendein Geheimnis? Nö? Ah, fast runtergerutscht. Ja, gut. Aber ist doch Juti hier, das Game. Was meint ihr? Ich meine, es ist natürlich ein bisschen nischig. Mit Retro-Shooter und so. Muss man halt mögen. Aber ja, das ist so ein Shooter der alten Schule. Ja, voll. Also auch nicht nur vom Look. Sondern auch so dieses typische Munition, Rüstung.
Genau so war das damals. Zack. Munition sammeln. Rüstung sammeln. Healing sammeln. All das. Ciao. Wäre halt ganz interessant, wenn ich... Also diese Nahkampfkills. Wäre geil, wenn die Verachtung hochmachen, oder? Oder Leben oder so. Wollen wir das mal testen? Nö. Aber der hat mir richtig gegeben. Mit seinem Glibber-Scheiß. Sowas da oben. Ein bisschen Blumen ist dabei. Aber ein bisschen Verachtung gedroppt. Hoppala. Wer ist er denn? Ach, da ist noch einer. Der Kackfrosch. So, aber Verachtung gibt's. Ist doch super. Oder Armor. Sollte ich, kann ich da rüberspringen? So, alle weggesäbelt. Geringe Seuchenkröte. Oh, die schießen von da? Ja, schon ekliges Vieh, ne? Ich frage mich halt, also ja, ist jetzt die zweite Mission. Ist auch noch nicht so... Aber guck mal, hier gibt es jetzt Shotgun-Muni. Ja, weil das wäre jetzt so das Nächste. Wann gibt es denn andere Waffen? Hm? Hoppala, servus. Das war zu weit geworfen. Oder? So, die brauchen sehr lange, eh die ballern, ne? Was hier? Ciao. Hoch. Okay. Hoppala. Wirft er da eine Nade an der Wand, ne? Frech. Komplett auch gar nicht zielgerichtet. Vandalierer, so. Okay, den haben wir. Ist da irgendwie noch ein rotes Fass? Zack, weg mit euch. Gut, wieder runter, oder? Oder hier einfach springen. Einfach springen, oder? Ja, soll man sogar. Oh, ist doch noch recht viel los. Zack. Ja, schön Long Range die Leute wegmachen. Du hörst jetzt mal auf. Sendepause. Zack. Okay. Toller Bunker, I guess. Aber ja, Shotgun könnt ihr mir ruhig mal geben, wa? Okay, da hoch. Alter! Hey! Spinnst du? Ja, aber da war richtig. Zack. Und runter. Oha. Geil. Das war jetzt mal ein deutlich längeres Level. Oh, ich habe ein paar Kills ausgelassen. Krass. Okay. Wie ist mit Shotgun, Leute? Gib mir Shotgun. So, jetzt sind wir jetzt in diesem Sektor, ja? Ja, aber gib mir doch mal... Ich speichere mal. Wir gucken jetzt mal was. So. Hauptmenü. Kapitel wählen. Guck mal.
Ja, und das ist natürlich auch wieder so ein Highscore-Ding. Auf welcher Schwierigkeitsstufe hat man was geschafft? Wie viele Kills? Ne? Hier habe ich das Abzeichen 100% Kills. Alle Geheimnisse, wie auch immer. Die Frage ist, ob man dann Sachen freischaltet. Weil ich wollte jetzt mal gucken, wenn ich jetzt hier neu reinstarte und sage schwer. Also wir spielen jetzt auf jeden Fall mal schwer. Dann ist es nicht so Brainfart-mäßig, sondern man muss mal ein bisschen auch gucken, wie man es macht. Wir gehen jetzt mal ein bisschen zielgerichteter vor, ja. Jetzt sind die Ressourcen halt deutlich wichtiger. Leben, Armor, wahrscheinlich auch Munition. Eben wurden wir jetzt zugeschissen mit Zeug, ne. Okay, der erzählt euch was. Super, ich lehne mich hier fast aus dem Bild, ne. Sorry, Grüße. So. Aber schön, tolle Einrichtung. Da liegt was. Oh, Munition. Guck mal, da sind Leute. Ja, okay, das war ja komplett scheiße. Junge, ich hatte alles in der Hand. Na gut. Dann gehen wir hier lang. Da ist Healing. Aber hier ist überall Shotgun-Muni. Oder nicht? Zack, weg mit euch. So. Ja, diese Shotgun-Muni macht mich wahnsinnig. Ich habe irgendwo eine Shotgun vergessen. Oder liegen gelassen, oder? Anders ist das doch gar nicht zu erklären. Jo, die habe ich zersäbelt. Da war auch wer. War vielleicht eine Kröte. Wer sind die denn? Oh, shit. Ja, aber die kenne ich. Okay, und das sind Nahkämpfer und die brennen, wenn die sterben. Ich mag diesen Retro-Look, aber trotzdem geile Effekte. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist einfach lit. Es ist sehr lit. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Nee, diese Pixel-Scheiße hier überall. Man hat trotzdem das Gefühl, das ist qualitativ hochwertig. Was ist mit dir los? Wo kommen die denn her? Oh Gott. Spawnt er die? Ey, werde hier Paranoia. Paranoid. Ich werde Paranoia. Immer irgendwas hinter mir. Okay, hier haben wir noch... Verachtung, Digga. Ich hab was hier gehört. Der hat eine Kettensäge. Ich glaube, Munition sparen, wa? Ja, war doch gut. Ja, wenn der stirbt... Nee, der spawnt wirklich welche. Der hat die gerade von dahin gespawnt, oder? Das war doch cool. Oder? Freunde, sag doch mal. So, hier ist noch ein Buff. Unendlich Munition. So, aber ich musste da hoch. Was ist los? Wer kläfft hier? Wer kläfft? Zack, Junge. Oh, ich weiß noch, wo ich vor Gamevasion 2 mit Kalle nach Hamburg gefahren bin. Und wir mussten gegen Eddie Quake spielen. Junge, wir sind so untergegangen. Also man kann ja... Also eine Sache muss man einfach Eddie zugute halten. Der ist halt echt arschgut in Quake. Das ist so geil, wenn die Leute so eher, ja, jetzt nicht Casual-Gamer sind, aber ich sag mal, sie sind nicht dafür bekannt, krass gut in einem Game zu sein, zocken ganz vieles und enjoyen es einfach. Aber dann haben die, weißt du, stille Gewässer sind tief, dann haben die dieses eine Game, wo die alle nass machen. So, auch so komplett wild. Wer ist denn krass jetzt in Quake?
Heutzutage. Also heutzutage. Weißt du? Ist ja einfach nur geil. So, jetzt haben wir die Shotgun übrigens. Mach ich das richtig? Zack. Ah, da habe ich Schaden bekommen, oder? Immer wenn dieser blaue Dings vor mir ist, dieses blaue Pfeil. So, was hier? Gut. Gehen wir weiter, wa? Ein Schlüssel, super. Oh, was ist da? Pass mal auf. Oh, scheiße. Naja, war ein Versuch wert. Es klirrt richtig, wenn er hinplumpst. Ja, das ist halt auch ein tolles Geheimnis, denke ich mal. Gibt es da in YouTube-Videos drüber, wie man das erreicht. So. Aber das, die Waffe gefällt mir schon echt gut. Wer braucht denn dieses ganze Leben, Junge? Wir spielen auch schwer. Sind die Leute so scheiße geworden? Ich habe halt früher schon bei Moorhuhn geprägt ist. Ist ja klar. Ne? Stehen sie, ey. Wie im Schaufenster. So, wo lang? Ey, gibt 80 Wege. Oder? Oh! Krakenmagazin für... Habe ich die jetzt verbessert? Oh, ich habe die verbessert. Cool. Jo, war das nicht bei Unreal auch so? Dass man die irgendwie verbessern konnte, die Waffen? Und die sind so gelevelt? Ich weiß ja nicht mehr. Oh, hoppala. Okay. Bisschen Schaden ist im Haus. Ja, wir one-tappen jetzt alles. Ist ja phänomenal. Aber wir waren da nicht fertig. Da war noch... Hm, egal, wir gehen weiter. Wer ist sie denn? Ciao. Ja, die Kettensäge... Kettensägenschwert... Macht nicht mehr so viel, ne? Vor allem jetzt haben wir zwei Waffen. Das bedeutet ja auch doppelte Muni. Wisst ihr, wie ich meine? Oh Gott. Das war nicht gut. Das auch nicht. Ich bin genau reingesprungen, glaube ich. Junge, was lebt denn hier noch alles? Okay. Kann man hier irgendwie hoch? Nö, wa? Ah, jetzt haben wir die Verbesserung gar nicht mehr von der Waffe. Oder? Ja, wir schießen hier nochmal. Na gut. Oh, ich brauche Healing. Actually. Ja. Theoretisch könnte ich jetzt zurückgehen. Da oben ist noch einer. Die schießen immer 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Dann halten sie inne. Okay. Sind wir te, schießen sie. Muss man immer drauf horchen, dann kann man pieken. Wenn man es jetzt hier wirklich wissen will, ne? Was? Also dieser Schädel ist so also überflüssig, oder? So. Servus. Servus. Jutti. Ja, da ist Zeug zum Einsammeln. We know. Das war das Fass. Super. Super. Wer ist da denn?
Weg. Sehe ich nicht mal. Tot. Es geht ja auch nicht auf Zeit. Also schon auch, glaube ich, manchmal. So. Ja, das ist ein neuer Gegnertyp. Chaos Space Marines sind auch gone, ne? Jetzt sind die hier am Start. Ja, es sind jetzt auch diese komischen Dämonenviecher. Generell so vom Thema her, oder? Hä? Boah, du. Oh, der ist so strong, der macht Legframes. Ja, schön entspannt hier. Wisst ihr was? Schön auf dem Mittwochnachmittag hier ein paar Viecher richtig wegschnetzen. Ist doch einfach nur eine geile Erfahrung. So. Aber jetzt gehen wir gerade einfach nur zurück, ne? Aber wahrscheinlich einen anderen Gang. Zack. Geil. Das ist doch nice. So, du kannst mal ein bisschen schwingen die Hüfte und tot. Es sah echt so aus, als ob der so ein bisschen... So. Munition. Können wir wieder Shotgun spielen. Unten links habe ich so gefühlt Buffs oder so, ne? Oder? Also über meine Lebensanzeige sind so zwei Symbole. Wann kommen die denn? Vielleicht Geheimnisse, die ich gefunden habe? Okay. Ja, weiß nicht wie. Ah ja, ich habe ja auch noch Granaten. Den hat zwar Shepard, oder? So, hoch, wa? Hoppala. Ja, Shotgun ist halt nicht so effizient, ne? Ja, das muss ich auch ein bisschen ansetzen, glaube ich. So killt man halt sehr schnell die Leute. Ne, hier war ich wirklich. Ja, er redet wahrscheinlich auch und erzählt das, ne? Aber... Pff. So. Ach! Da wollte ich vorhin abchecken. Okay, Chaos Terminator, Junge. Tot, oder? Ja, gut. Aber war ja ein netter Boss. I guess. Was ist das? Munitionskiste. Mit jeglicher Munition. Ah, ja. Oh, ich mag den Look. Es sieht alles sehr cool aus. Ist natürlich super viel Nostalgie. Hallo? Oh. Ciao. Bisschen Verachtung auf Ehrenbruder-Basis. Ja, die kam jetzt ja nicht zum Zug, ne? So. Also so ein bisschen sah auch früher Minecraft aus, tatsächlich. So dieses sehr düstere. Ey, früher... In der Alpha von Minecraft, ich erzähl schon wieder vom Krieg, da hatte ich fast schon Angst vor dem Game. Das war eher so ein düsterer Dungeon Crawler, so wirkte es. Ich werde nie vergessen, wo ich Minecraft entdeckt habe. Also, was heißt entdeckt? Ich war auf einer LAN in Salzgitterbad, Junge. Und da hatte jemand die Alpha von Minecraft auf der Platte und das war krass. Das war richtig krass. Das ist doch gar nicht so zu vergleichen mit der Wahrnehmung heute von Minecraft. So, heute sagt man ja, keine Ahnung, diese Millennials wie ich, die sagen dann eher, Minecraft, Kindergame oder so, ne? War damals überhaupt nicht so. Als es rauskam, das war ein richtig krasses Game. Das hatte noch gar nicht diesen Kinderspielstempel. Ja, auch vollkommen, also was soll das überhaupt? Was heißt das? Was heißt das, wenn ein Spiel ein Kinderspiel ist, so? Also solange es ja auch für andere... funktioniert. Und das heißt ja auch nicht direkt das Schlechte. Auch so bei Fortnite. Ich verstehe das immer nicht, was die Leute damit sagen wollen. Ich glaube, sie sind dann oft eher überfordert, die Menschen. So mit einem Fortnite zum Beispiel bin ich auch, ey, mittlerweile echt überfordert, weil ich einfach einen Anschluss verloren habe. Und es ist doof. Es ist ein doofes Gefühl, wenn man merkt, okay, man kommt da nicht mehr mit. Ich meine, man muss aber jetzt nicht bei allem immer mitkommen.
Aber rein so auch gaming-technisch, Junge, ich gehe bei Fortnite rein, die 12-Jährigen, die zersägen mich, ja? Und ich glaube, viele reagieren dann eher so fast schon wie aus dem Defensivreflex darauf. Ja, Kindergame. Ah, ist eh scheiße. So, weißt du? Was ich auch, also ist halt auch menschlich. Hey, ich irgendwo, hey, aber er ist nicht menschlich. Ich zersäge ich. Boah, Schmackofatz. Oh, ich habe gar keine Nate mehr. Oh, ich stehe in der Nate. Ich stand in der Nate. Das wurde irgendwie eingeblendet. Das ist jetzt ekelhaft. Also hier auf engen Raum zwei von denen. So. Hoppala. Jetzt geht's aber auch mal vorwärts wieder. Ja, also ich habe schon einen schweren Job, muss man schon sagen. Das ist nicht ganz einfach hier alles. Dann auch hier noch Hand-Augen-Koordination und dann hier noch halbwegs gut spielen. Auf schwer. So. Da ist eine Nate. Und ein Fass. Ciao. Hey, hey, hey. Abführ wird zurückgeschossen. So. Und hoch damit. Oder runter, gut. Spielt eigentlich jemand noch dieses Warhammer 40k? Dieser Koop-Shooter, der neulich rauskam. Mit dieser heftigen Grafik und allem, wo ich diesen Riesen gespielt habe, diesen Riesen Russen. Mit Schnurrbart. Dark, irgendwas Dark, oder? Da habe ich auch echt schnell gemerkt, also ich fand, erster Eindruck war alles phänomenal. Hammerkrasses Game. Hab's ja hier auch vorgestellt. War es nicht sogar ein Placement? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, und ich habe es dann auch privat noch ein bisschen gespielt. Mit Kalle, Robin, wer war noch dabei? Naja. Und irgendwie wurde es dann schnell ein bisschen eintönig. Es fehlte so ein bisschen die Abwechslung. Oder, nee, gar nicht so eintönig, aber sehr grindy. Naja. Es war genauso wie bei Vermintide. Man kriegt eine neue Waffe vorgestellt. Die nimmt man dann, aber es fühlt sich nicht rewarding an. Weil die sieht dann auch kaum anders aus, hat dann kaum besondere Stats. Die hat dann einfach nur einen Wert, der höher ist. Ja, aber am Gameplay und so verändert sich nichts. Anders wie bei Borderlands oder so. Wenn du da eine neue Waffe hast, Junge, da fliegen dir die Ohren in die Arschritze, verstehst du? So, wer ist er? Oh. Hä, der ballert ein bisschen hoch und dann geht er, oder was? Hier ist gut was los. Aber von hier oben kann ich sehr entspannt die alle wegmachen. Deren Geschosse fliegen halt viel langsamer, ne? Ist ganz geil. Kommt hier wer hoch? Nö, oder? So. Toll. Aber so was die Action angeht und diese Horden, Junge. Bei Warhammer Vermintide und... Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Ich habe inzwischen so viele Warhammer-Spiele. Ich gucke jetzt nach. Warhammer... Darktide. Ja. Ja, irgendwas mit Dark hatte ich ja gesagt. Also ja, Action, richtig krasse Action, muss man sagen. Und heftige Grafik auch. Auch geile Atmosphäre. Die Mucke war auch so geil, Junge. Ich habe mir Spotify-Playlist gebaut, wo die Mucke... Also eine Gaming-Spotify-Playlist habe ich mir selber gebastelt. Mit so... Ja, Musik aus echt guten Videospielen. Nee, andersrum. Echt guter Musik aus Videospielen. Was ist denn hier unten los? Jetzt haltet doch mal die Schnute. Der teleportiert sich hier hoch? Der Chaos-Terminator? Okay, der heizt durch. Okay, mit der Nate ging es deutlich schneller. Jetzt warten wir erstmal. Ich habe keine Munition mehr. Ja, warte mal. Können wir ja neu einsammeln, oder? Hier liegt ja alles rum. Oder?
Ja, geht. Ja, ich geh mal runter. Wenn ich alles von hier oben abballer, geht das zu sehr auf die Munition. Weil man halt deutlich weniger trifft. Wo geht's hier hin? Hier komme ich her, ne? Ja. Oh Gott! Alter! Oh mein Gott! Das war unerwartet. Steht auf einmal neben mir. Mit seiner riesen Fresse. So, wer braucht's Maul? Zack. Ciao. Der Spawn-Viecher. Hier ist noch ein Chaos-Terminator. Jetzt geht's aber zur Sache. Jetzt geht's echt zur Sache. Krass. Jawohl, jetzt nimmt das Spiel mal Fahrt auf. Oh. Naja, ist ja nicht schlecht hier, oder? Sag mal, spawn hier irgendwie endlos nach? Hör mal! Dieter! Mach mal den Hahn zu! Oh Gott! Alter, wie der aufgespaltet wird, ey. So, ein bisschen Verachtung einsammeln. Man kennt es, ey. Einfach mal ein bisschen auf Twitter online sein, so. Ja, aber ich glaube, die spawnen hier wirklich, oder? Oh, was denn in der Mitte? Guck mal, ach ja, ihn gibt's ja auch noch. Er schießt. Oh. Okay. Das war's. Supi. So, wie komme ich da hin? Gute Frage, oder? Ah, hier. Neue Waffe. Okay. Irgendeine Proton-Kanon-Schießgerät. Oder? Ist geil. Also, wird nicht langweilig. Manchmal habe ich so Aufnahmen, wo ich so dann auf die Uhr langsam gucke und mir denke, ach ja, ist ganz nett, aber reicht auch. Aber das hier geht echt richtig gut runter. Oh. Ja, irgendwie ist das jetzt auch ein guter Abschluss. 99%, okay. Ich frage mich immer, wo ich einen stehen gelassen habe, aber eigentlich geht es wahrscheinlich schnell. Also ja, Leute. Ist geil. Macht Bock. Wenn ihr auf sowas steht, ist ja hier ein bisschen Variety immer. Langt da gerne zu. Warhammer 40k Bolt Gun. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi.